Kinderoutdoor, hallo, es geht weiter auf der ISPO 2016 und zwar sind wir jetzt bei Reimar. Die stellen wir auch immer wieder auf unserer Seite vor, das ist diese finnische Marke, die sich rein auf Kinderkleidung spezialisiert hat. Und es gibt das ganz was Tolles, wo ich wirklich finde, eine große Innovation. Reimar hat mit Suunto, diese große finnische Firma, die GPS-Geräte herstellt und Laufuhren, einen Chip entwickelt, der kommt oben, hier zum Beispiel dieses Reimer Go Fächer rein. Da ist eine Halterung, da setzt man den ganz einfach rauf und dann könnt ihr auf einer speziellen App, drin ist er und zu, und dann könnt ihr auf einer speziellen App sehen, wann hat sich das Kind bewegt und wie viel Intensität aus. Also wenn das Kind im Kindergarten ist, könnt ihr mal nachfragen, Mensch, warum seid ihr heute nicht rausgegangen oder warst du traurig, warum hast du dich nicht so viel bewegt? Oder wieso hast du dich heute so viel bewegt? Was hast du gemacht? Eine ganz, ganz tolle Sache, dass man sieht, ob sich das Kind bewegt und wie aktiv es ist. Und das Ganze gekoppelt mit dieser Kleidungsserie Reimar Go. Finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Kommt demnächst auf den Markt. Freut euch drauf, kann ich nur empfehlen. So, und wir schauen weiter, was noch auf der ISPO kommt. Bis gleich. Liebe Kinderautoren, wir sind es nochmal. Und zwar von der ISPO 2016, diesmal bei VD, der nachhaltigsten Marke Deutschlands. Die Jungs und Mädels haben dafür erst eine Auszeichnung bekommen und sind richtig stolz drauf, dürfen es auch sein. Was mir sehr gut gefällt, ist immer Made in Europe. Aber ganz gut gefällt mir Made in Germany. Und in dem Fall ist der Schneck, dieser kleine Kinderrucksack, der ist hergestellt worden in Deutschland. Was mir sehr, sehr gut an ihm gefällt, er ist von außen wasserdicht und von innen. Das heißt, wenn das Apfelschorle ausläuft, es tropft nichts raus. Tolle Sache, tolle Idee von VD. Dann haben wir hier Modell Weiler und Disney. Ein Messenger-Rucksack mit wunderbaren Filz hinten drauf. Alles in Deutschland gefertigt. Tolle Sache, von der Qualität her. So, und der nächste Gag von VD. Dieser Familientrolley hat jetzt 4 Rollen, seht ihr selber, unglaublich beweglich und besteht aus alten PET-Flaschen. Also recyceln, nicht vom Mitmachen, bitte immer schön PET-Flaschen in den gelben Sack. Neu ab Sommer ist, wenn ihr einen VD-Schlafsack kauft, dass die Hülle ab jetzt wasserdicht ist. Der hat dann auch eine Daisy-Chain, dass ihr es schön am Rucksack oder an der Tasche festmachen könnt. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist dieser Aluminiumverschluss, das ist auf jeden Fall besser als Plastik, hält auf jeden Fall länger. Das war's vom VD und ich schaue weiter, was Neues. Liebe Kinderautoren, wir sind jetzt bei Merrell, dem Schuster aus den USA. Outdoor-Schuhe für jeden Einsatzbereich, vom Winterschuh bis zum Alpinstiefel, alles gibt's bei Merrell, aber uns interessieren weniger die Erwachsenen, sondern die Kinder. Und der nächste Winter kommt bestimmt, hoffe ich mal, und da gibt es den Snowbanks von Merrell, wunderbar herauszunehmen. Der Innenschuh hält richtig schön warm. Unten komplett wasserdicht, was mir sehr gut gefällt, dass es sehr, sehr weich ist. Die Kinder wiegen ja wenig, die bringen wenig Druck beim Abrollen auf den Schuh. Deswegen kommen wir es mit dem richtig gut klar. Der geht bis Sattel, minus 40 Grad. Aber ganz ehrlich, bis auf die Eskimo-Kinder spielt da kein Kind draußen. Der flexible zum Abenteuer, zum Kettenraufklettern, zum Folgenraufklettern für alle.